Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei GameFluff. Ich bin die. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr meinen Namen wisst. Und wir spielen heute Blink. Und bis eben war ich noch der Meinung, weil ich euch das auch erzählen wollte, dass die Demo vor einer Weile schon raus war und ich die nicht gespielt habe. Nachdem ich das aber gerade dieses Intro angeguckt habe, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich die Demo mal gespielt habe oder nicht. Es kommt mir jetzt so komisch bekannt vor. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal suchen bei mir auf dem Kanal. Vielleicht ist es ja irgendwo doch mit bei. Oder mein Mann hat das mal gespielt. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ganz neu rausgekommen, ja. Und wir stürzen uns ja nun in letzter Zeit öfter auf neue Games. Amnesia Rebirth war natürlich jetzt kein neues Game, aber ein geniales Game, was sich echt gelohnt hat. Und, ja, achso, ich wollte sagen, wenn ihr Interesse habt, vielleicht bei Gelegenheit, euch nochmal die anderen Enden anzugucken, würde ich mich echt nochmal hinsetzen und die anderen Enden für euch aufnehmen. Sagt mir Bescheid, ob ihr das wollt. Und ich würde mal sagen, wir gehen rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das Spiel ist leider komplett auf Englisch. Aber meistens gibt es Untertitel. Sieht ja schon mal ganz cool aus. Also. Oh! Oh, ich darf schon. Oh, die. Oh. Oh, das ist arg schwammig. Wartet mal. Ja, ich kann leider an der Steuerung nichts ändern. Das ist das vierte Mal, versuche dich anzurufen. Was machst du? Mary sagt, ich bin... Es tut mir leid. Bist du etwa eingeschlafen? Nein, Doktor, nicht. Okay. Wie geht's Lily? Ist sie in der Nähe? Sie spielt oben im Moment, aber ich kann sie gerne runterholen. Mach dir keine Sorgen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich komme spät. Kannst du deine Schicht verlängern? Alles kein Problem. Mache ich gerne für Sie, Herr Doktor. Lassen Sie mich nur wissen, wann Sie zurück sind. Danke, du bist ein Lebensretter. Mach Ihren Kuchen fertig. Er ist in der Küche. Dann gib ihr Ihr Geschenk. Eine Hasenpuppe in meinem Raum oben in einem der Schränke. Hast du das erst verstanden? Yes, I've got all that. The cake is in the kitchen and you've left a rabbit doll for her in your room. Good. I'll call back in a little bit. Also Mary und Dr. wieder. Okay. Hui. Ja, die Steuerung ist echt ein bisschen schwierig, aber Puppe? Kann ich nicht nehmen? Okay. Wir können rennen. Was ist das? Dieses Blinzeln macht mich irgendwie fertig. Ah, Licht, okay. Gut, dann inspizieren wir mal erstmal kurz die Räume. Kann mich auch ducken, okay. Fernseher kann ich nicht anmachen. Was rumpelt denn hier so? Okay. Ach, der Kühlschrank. Kann das sein? Pretty good drawing. For a 10-year-old. Schöne Zeichnung für eine 10-Jährige. Oh, wir können zoomen. Okay. Sieht aus wie eine Kammer. Da liegt irgendwas. The Lost Chapter. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, man kann relativ gut sehen, muss ich sagen. Das ist echt mal faszinierend in diesem Spiel.
Das ist sehr gut. Also dafür, dass ich keine Taschenlampe habe. Nur Fläche, ja. Habe ich ein Menü? Inventory is empty. Okay. Man kann hier alles echt gut sehen. Und das trotz Softboxen. Das ist jetzt mal ein großes Lob schon mal an die Entwickler. Genial. Also das hat man wirklich selten. Offensichtlich sind wir gerade erst hier, also nicht wir, aber der Doktor. Wir sind ja nur die Babysitterin anscheinend. Gerade erst eingezogen hier. Bernd das Brot. Hallo Bernd. Was ist da draußen? Oh. Wir können auch reinzoomen. Ja, cool. Können wir rausgehen? Lilly. Lilly? Frage mich, wo sie ist. Wir können raus. Oh, wie cool ist das denn? Oh ja, komm, wir machen jetzt. Was war das? Good doctor will be there for you. Okay. Einfach mal so ein Sammelbild. Was hat denn jetzt eben so gepoltert? Ich weiß es nicht. Das klang aber... klang sehr eigenartig. Okay. Irgendwas hat hier eben gepoltert. Ich dachte eben, da steht einer, aber das ist nur der Schatten. Die Schrittgeräusche klingen auch super irgendwie. Ist noch so eine Puppe. Ja. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt? Ich bin irgendwo reingegangen. Es ist zu, ich kann nichts machen. Wie bin ich denn hierher gekommen? Okay, hier ist eine Treppe. Die ist zu. Wie habe ich denn das jetzt schon wieder gemacht? Durch die Wand bin ich irgendwie. Geglitscht. Warum auch immer. Okay. War das die Tür hier? Ja, da bin ich von der Seite irgendwie aus Versehen reingekommen. Okay, gut. Okay, okay. Trotzdem würde mich mal interessieren, was der eben gepoltert hat. Was das da unten für eine komische Tür ist. Okay, also ohne Taschenlampe möchte ich hier nicht weitergehen. Okay, gut. Dann gehen wir zurück ins Haus. Die Tür ist aber noch
offen. Ja, dann weiß ich nicht, was da gepoltert hat, dass ich mich da auf den Weg gemacht habe. Okay. Also Lee hat sich offensichtlich schon ein Stück Kuchen geholt. Aber, by the way, ich muss nochmal in die Kammer. Dieses Blinken macht mich irgendwie wahnsinnig. Schmetterling? Maxi Schmetterlinge? Anscheinend. Okay, Moment. Ich muss bloß nochmal raus. Ich möchte mein Bild holen. Jetzt polterst du dich nochmal, ne? Komisch. So, das eine Bild war hier. Ich mach mal die Tür zu, weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Aber es ist schon ein arg komischer Raum da draußen. Mit dieser Bunkertür. Ich wüsste echt gerne mal, was das ist. So, dann gucken wir hier nochmal. Also sie sagt, sie geht dann nur weiter mit einer Taschenlampe. Die Frage ist jetzt, wo finden wir denn eine Taschenlampe? Eine sehr gute Frage. Nee. Na gut. Lilly hat sich also schon ein Stück Kuchen geholt. Die kleine Freche. Gut, dann gehen wir mal hoch. Was ist hier? Lilly? Das Arbeitszimmer. Oder Beratungsraum, wie auch immer. Okay. Ich einen Kassettenrekorder benutze. Da ist noch so ein Bild. Wofür auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Also den Tape Player werden wir es wahrscheinlich brauchen, so wie ich das sehe. War da gerade jemand? Da war doch gerade eben jemand, oder? Wenn ich blende euch das nochmal ein. Für den Fall, dass es so war. Wenn ich nichts einblende, war da nichts. Aber das, okay. Umg. Patient William Brown. Insasse 44295. Sein Psychiatrist. Okay. Oder angeklagt, seinen Vater am 16. August an sich getötet zu haben. Er war erst 13 zur Zeit und wurde wie ein Erwachsener vor das Gericht gestellt. Okay, also sie wollten ihn halt in die Psychiatrie einweisen. Aber er wurde halt in allen Punkten schuldig gesprochen. Vier Jahre im Gefängnis. Verlegt wurde. Okay. Gut, ich denke mal, die Geschichte ist nicht so wichtig. Brown. William Brown. Das sollten wir uns, glaube ich, mal merken. Das könnte wichtig werden. Ey, es ärgert mich, dass ich jetzt nicht gucken kann. Meiner Meinung nach stand da eben jemand. Kann natürlich auch nur vom Licht her irgendwas gewesen sein, aber... Und oder durch das Blinzeln. Aber gut. Da ist zu. Okay. Lilly. Ach, hier ist eine Kassette. Seht ihr? Geh einfach nur weg. Ich möchte alleine sein jetzt. Ich komme später raus. Na gut. Maybe I should give her a present. Maybe that will cheer her up. Ja, dann gucken wir mal. Geben wir ein Geschenk. Hat er gesagt, gegenüber von Lilis Zimmer. Office. Wonder. Open.
3, das habe ich verstanden. Weißt. Weißt? 0. 0. 3, 0. Obvious? Wonder. Wonder? Open. Open. Okay. 3-0 war das Einzige, was ich jetzt wirklich rausgehört habe. Und Wonder, Open, Close. Ja. Das auch zu? Okay. Da ist der Hase. Ah, mein Inventar. Tape. For Lily. Okay. Wo ist der Hase hin? Was ist das? Lily wieder. Vierte Klasse. Lily hat einen anderen Schüler geschlagen. Nachdem dieser besagte Schüler einen ihrer Zeichnung genommen hat. Normalerweise würde ich disziplinarische Maßnahmen für beide Schüler anstreben. In so einer Situation. Aber das Bild war von Lily und von jemandem namens Grace? Fragezeichen. Wie sich darüber lustig macht, über das Gewicht eines anderen Schülers. Lily hat nicht das Recht, physische Gewalt anzuwenden. Jetzt sitzt er da. Bin ich bescheuert, oder was? Also ich finde das hier mit den Fenstern arg gruselig. Dieses Rausgucken. Kommst du jetzt her? Mistding. Welcome back. World breaking news. Real news from real people. A small Colorado town is still shaken by the disappearance of Grace Patterson, a babysitter who attempted to kidnap the girl she was watching over. The night of the kidnapping, the parents returned home earlier than expected. When they arrived, they found Patterson driving away in a hurry. Patterson ended up in a high-speed chase with the parents following the abduction, with the child in the back seat. Patterson lost control of the vehicle, ramming into a tree, ending the pursuit. By the time law enforcement arrived, Patterson was gone, though the girl was safe, sustaining only minor injuries. Patterson, aged 18, had been babysitting for the couple for about a year before the incident. Neither the detectives or parents are aware. Also jetzt eine Wo sind wir denn jetzt? Eine Babysitterin namens Grace Patterson hat ein Kind entführt, auf das sie eigentlich aufpassen sollte. Kind ist mit leichten Verletzungen, weil sie bei der Autoflucht, okay, und niemand weiß, wo sie ist. Aber jetzt stand doch gerade in dem Schreiben, dass Lily das Bild mit einer sogenannten Grace gezeichnet hat. Okay. Ach, das ist wieder... Ich stelle mir halt immer noch die Frage, weil da steht eine Taschenlampe. Wo soll ich denn eine Taschenlampe finden? Ich weiß es nicht. Gut, wir können natürlich hier mal alles aufmachen.
Nadelholz. Immerhin. Jetzt machen wir das nicht durch. Ah. Geht nicht auf. Also hier ist keine Taschenlampe zu finden. Na, geht zu. Ich gucke jetzt einfach mal. Die gehen nicht auf. Der schon. Okay. Oh. Oh, hier ist wenigstens mal was drin. Zwar nur Töpfe, aber immerhin. Gut, also ich finde hier aber zumindest keine Taschenlampe. Jetzt vielleicht? Nee. So, was auch immer jetzt gerade passiert ist. Okay, ich werde jetzt mal hochgehen und die Stoffhasen holen. Why not a pill to make you feel good? Yeah, figuring percentages really gets me. Stand eine Zahl? Beautiful, aren't they? The finish, the wood, the look. Or any time you feel like relaxing with a drink. For extra vitamins, a pill to go to sleep, a pill to wake up. Why not a pill to make you feel good? Yeah. 54 und 78 oder 70. Okay. So, mach das aus. Also, irgendwie ist mir in diesem Haus ganz, ganz mulmig. Ich weiß auch nicht. Sehr, sehr eigenartig. Okay. Erstmal wieder Licht an. Ach, ah, guck mal, hier steht ein Safe. Mir noch gar nicht aufgefallen. Aber da können wir aktuell nichts machen. Qualified Fallout Shelter Analysis Camp. Mhm. Gut. Legen wir mal die Kassette ein. Achso. Ja. Achso. Ja. Achso, jetzt einstecken. Okay. Und play. Hey, Lily. Steady. Message gets to you by your birthday. Your mom mailed me some of your drawings the other day. I must say you're getting much better. Like this one of you and mom in the park is really good. And this one with you, listen, Lily. I know you're probably getting tired of me being away all the time. That's going to change very soon, okay? And now you've got a recording of me saying it. So before I leave, it'll be your job to play me this tape and remind me of my promise. Until then, happy birthday. I'll be back before you know it. I love you. Okay. Also es war eine Kassette für Lilly. Hat der Papa aufgesprochen? Mit den Worten, dass es ihm leid tut, dass er halt immer so viel weg ist. Und wenn er sich nicht daran hält, dass er weniger weg sein möchte in Zukunft, dann wird soll sie ihm das Tape vorspielen, damit er sich an seine eigenen Versprechen erinnert.
Okay, aber wo ist denn die Mutter? Also, wir haben es jetzt nicht rausgefunden, was mit der Mutter ist. Wo die Mutter ist. Achso, ich wollte mich ja vorhin hier eigentlich noch nach einem Tape umgucken, ob hier irgendwo eins liegt. Bis jetzt nicht. Dieses Tape habe ich jetzt oben gefunden, ne? Da war das Bild. Hier liegt jetzt aktuell kein Tape. Okay. Ja. Gott, dann gehen wir nochmal hoch. Was war das? Also ich würde sagen, das war hier unten. Vom Geräusch her. Nicht oben. Was ist das eigentlich für eine Tür hier? Ach, da hängt der Stromzähler. Und was noch? Ach, sonst nichts. Nee, das ist nur der Stromzählerkasten. Okay. Bin echt fasziniert darüber, wie gut man sieht in diesem Spiel. Wirklich. Vor allem noch eine Taschenlampe, ja? Sie wurde mir ja bei der Tastenbelegung quasi versprochen. Ist hier irgendwas umgefallen? Nee, hier ist nichts. War das doch oben? Also für mich klang es, als wenn es hier unten gepoltert hat. Aber gut. Oder draußen? Hört ihr das? Ich habe Schlüssel gefunden. Wofür sind die Schlüssel? Ich weiß auch nicht, ob die vorhin schon da lagen. Ja, ich kann aber nur switchen. Zoom, slide. Und close. Ich kann sie hier nicht benutzen. Nee. Hier auch nicht. Okay, also sie sind nicht für hier draußen. Offensichtlich. Ich weiß nicht, ob die vorhin schon da lagen, aber wenn, habe ich sie einfach nicht gesehen. Also offensichtlich benutzen sich die Schlüssel aber von alleine. Wir gucken mal. Für welche Tür die sein könnten. Die einzige Tür, die verschlossen war, war eigentlich oben, ne? Und zwar die hier. Set of Keys. Weil hier steht ja... Set of Keys. Zoom Slide. Für was sind diese Schlüssel? Oh, da ist noch ein. Ach ja. Wir haben immer noch den Hasen.
Weil die ganze Zeit... Wo ist denn der Hase jetzt? Die kann ich aufschließen. Ach, guck mal da an. Was ist das für ein Zimmer? Es quietscht hier alles. Guck mal, hier irgendwo eine Taschenlampe finden. Okay. Nee. Keine Taschenlampe. Dear Mrs. Wieder. Von der Schule. Ich schreibe sie das letzte Mal an, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie bitte Lily in unser Schulsystem wieder eingliedern. Ich habe keinen Zweifel an Ihren Fähigkeiten, sie zu unterrichten in einem häuslichen Schulaufbau. Aber ich glaube, sie muss mit anderen Kindern zusammen sein in ihrem Alter. Lily hat Probleme mit der Einsamkeit gehabt in der Vergangenheit. Und ich habe Angst, dass sie das Problem vergrößert. Okay, also sie haben Lilly zu Hause unterrichtet. Warum auch immer. Noch ein Tape, okay. Aber keine Taschenlampe. So, was ist das hier? Was war das jetzt? We are not moving. Wir werden nicht umziehen. Joe und Sherwin, well. Neuer Babysitter. Klick, klick, klick. Grace ist mit mir in den Park gegangen. Als du zurückkamst, Mama immer noch geschrieben. Wir haben etwas weiter ab vom Park gefunden. Grace sagte... dass wir es gesehen haben, ein Geheimnis ist. Grace beobachtet mich. Grace ist der Babysitter. Hat sie Lily vorher? Sind das die Bilder von Grace und Lily? Hat sie vorher hier gebabysittet? Lily! Wer bist du denn? Was hast du an? Oder besser gesagt, nicht an. Oh je. So gehen die Lichter hier alle aus. Wo geht denn hier das Licht wieder an? Was ist denn der verfminkte Lichtschalter? Da. Ist auch so dunkel. Ich muss erstmal einen Lichtschalter finden. War hier oben kein anderer Lichtschalter? Kann doch nicht sein. Nee, irgendwie nicht. Okay, gut. Ach du Scheiße. Lily?
Fußspuren. Ist auch keine Taschenlampe drin. Lilly? Kann ich nicht öffnen? Doch. Lilly? Puppe, die von irgendwelchen gruseligen Händen gehalten wird. Wer bist du denn, ey? Taschenlampe. Wo ist Lilly? Es ist die Tür zu. Was ist das für ein Raum? Der war vorher abgeschlossen. Das Bad. Was ist das hier? Ein Schrank. Aber der ist abgeschlossen. Okay. Hier ist noch eine Tür, die zu ist. Okay, das ist ja interessant. Waschraum. She's waiting. Remember what Mom said. Set. File. Das hier ist ein Schrank und eine Tür. Das ist unglaublich detailreich, muss ich mal so sagen. Was bummert denn da? Wo vor allem? Hier nicht. Unten vielleicht? Es ist dunkel. Warte mal. So. Es hat aufgehört. Ah, nee, es macht weiter. Okay. Naja, ich komme gleich gucken. Was ist das? Achso, okay. Das war nochmal.
gehe gleich hin zu ihr. Ich will nur mal... Okay. Da liegt eine Taschenlampe auf dem Boden. Ist das eine Taschenlampe? Scheiße, ey. Unglaublich interessant, was sich in dem Haus da so in den dunklen Ecken verbirgt, noch so. Pharmazeutical. Okay. Also, was bis jetzt für mich nicht so genau daraus hervorging, war... Steht da... Was war das? Was für ein Arzt ihr Vater ist? Also, Doktor muss ja nicht zwangsläufig ein... Doktor der Medizin sein, aber in dem Fall gehen wir mal davon aus. Der Schrank ist aufgegangen. Aber warum? Und was ist denn? Ja gut, die Babysitterin ist verschwunden. Offensichtlich war das die, die auf Lilly aufgepasst hat. Weil ich denke mal, die Zeichnungen wären... Was ist das für Geräusch? Ich denke mal, die Zeichnungen werden schon von Lilly gewesen sein. Behaupte ich jetzt mal. Wozacks Party. Single Redwood. Dieser Typ war auf einem Trainingsvideo von Camp. Keiner weiß, wer er ist. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Hey. Okay. Die Puppe hat sich bewegt. Die bewegen sich alle. Kreislauf. Welchen Kreislauf? Thank you.
Es passiert so, wie die Uhr läuft. Jedes Mal, wenn ich damit fertig bin, Lily ins Bett und zugedeckt zu haben, spielt das Radio in dem anderen Raum einen sehr eigenartigen Song und geht dann wieder aus. Als erstes dachte ich, es ist ein automatisches System. Aber heute Nacht habe ich Lily eine Stunde länger wach gelassen als normalerweise. Und es hat nicht gespielt. Erst wieder direkt, nachdem ich Lily zugedeckt hatte. Ich habe wieder angerufen. Also schreibt es nicht seine Frau, das schreibt jemand anders. Someone in the room, he held home, opened the door and nothing. Aber wer schreibt diesen Brief? Grace? Wir? Ich weiß es nicht. Okay. Wen haben die jetzt da weggezerrt? Okay. Jetzt fängt es zu ganz unterschiedlichen Anzeigen an zu spielen. Manchmal renne ich nach oben, wenn ich es höre. Aber jedes Mal, wenn ich näher komme, hört es wieder auf. Ich weiß, dass irgendjemand hier ist, der sich mit mir anlegen will. Wenn es nicht abgeschlossen wäre. Warum gibt es für dieser Dings keinen Schlüssel? Da ist es wieder. Es spielt wieder und wieder. Ich muss sie fragen, ob sie es hören kann. Okay, sie kann es nicht hören. Obwohl es direkt vor ihrem Schlafzimmer läuft. Sie muss darüber Bescheid wissen. Okay. Aber wir sind Mary. Vielleicht ist Grace einfach durchgedreht. Vielleicht hatte sie irgendwas. Oder... Ich sitze vor der Tür und höre zu. Es ist mir vorher nicht aufgefallen, ob irgendjemand spricht in diesem Song. Ich kann leider nicht herausfinden, was sie sagen. Wenn ich nur näher dran sein könnte... Warum gibt es keinen Schlüssel? Was sagt es? Ich muss da rein. Wenn es mir Antworten gibt. Anfangen Antwort für diesen Song. Komm da rein, dass ich die Tür aufbrechen muss. Ich kann sie jetzt hören. Jetzt ergibt es alles Sinn. Okay. Aber mit uns scheint ja auch irgendwas nicht in Ordnung zu sein, ne? Ich habe darum gedacht, es wird einfach nicht lauter. Irgendwas habe ich übersehen. Warum sprechen Sie nicht lauter? Ich... muss da rein. Die Musik wird immer lauter, aber die Stimme immer leiser. Was? Jetzt kommt es aus dem Kleiderschrank. Ich mache ihn auf. Nichts. Die Stimme ist überall. Es verspottet mich. Lily. Die Musik hört auf. Sie schreit. Jetzt weiß ich, was ich verpasst habe.
Sie wiederholt es. Ich bin hier nicht sicher. Blicke noch nicht so ganz durch, wenn ich ehrlich bin. Was jetzt hier wirklich, wer hier mehr durchdreht? Aber das Spiel soll ja mehrere Kapitel haben. Dieser Türriegel hier ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Aber gut. Wir sind also nicht eingeschlafen am Anfang. Da ist das schon mal passiert. Ich bin heute mal wieder ungeschminkt. Ich bin so müde. Oh, okay. Finally, this is the fourth time I've tried to get a hold of you. What were you doing? Jetzt steht da Babysitter. Never mind. How's Lily doing? She around? Also jetzt mache ich jetzt keinen Ton, warum auch immer? Don't worry about it. Da steht nicht mehr Mary, da steht jetzt Babysitter. I'm gonna be later than expected. Could you extend your shift? But how long? When will you be back? Da steht was anderes. Thanks, you're a lifesaver. Er sagt das Gleiche. Go ahead, cake. It's in the kitchen. Aber sie hat es was anderes gesagt. Die andere sagt ja auf jeden Fall, Doktor, für sie immer. A rabbit doll in my room. Upstairs across from Lily's. It'll be in one of the cabinets. Did you get all that? Cakes in the kitchen, rabbit doll upstairs, got it. Sie antwortet viel kürzer. Good. I'll call back in a little bit to check up on things. Thanks again. Wer sind wir denn jetzt? Babysitter. Da stand nicht mehr Mary. Okay. Frage mich, wohin sie gegangen ist. Wir gehen nochmal hier raus. Jetzt ist hier dunkel. Warum auch immer, jetzt ist es dunkel. Haben wir unser... Doch, unser Inventar ist das gleiche. Also entweder ist es ein Fehler im Spiel, dass da steht Babysitter und nicht mehr Mary. Aber... Nee, okay. Gut. Warum ist da jetzt das Licht aus? Gut, wir gehen rein. Was passiert jetzt? Das Bild ist weg. Mit dem komischen weißen Mann. Was vorhin noch da lag. Okay. The Dusk Dimension. Camp. Pharmaceuticals Camp. Okay. Of Remembering Pharmaceuticals. Moment.
Center of Applied Memory Pharmaceuticals. Ach, gegen Demenz, okay. Okay. Also, entweder hat er jetzt nur was darüber gelesen als Doktor. Oder er arbeitet da. Das wissen wir jetzt nicht so genau. Hier irgendwas verändert? Nee, immer noch keine Taschenlampe. Gut, dann gehe ich mal hoch zu Lilly. Ach, halt, halt, halt. Ich habe noch ein Lilly. Ich möchte mir noch ein Tape anhören. Baby Lilly. Achso, ich muss auf Play drücken. I'm finally back home after spending what felt like an eternity at a hospital. Everything seems so surreal, like, what do we do now? Neither of us have parents around anymore to ask questions, so Eli bought 9 different How to Parent books. It's funny how little he knows about taking care of a little human, but at least he's really trying. I may not have all the answers, but that fact relaxes me. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, wie es ist, sich um kleinen Menschen zu kümmern. Hat das jetzt ihre Mama aufgesprochen? Oder, ja, keine Ahnung. Ach, hier liegt noch was, aber das kann ich nicht lesen. Okay. Warum auch immer. Gut. Sonst noch irgendwas, was ich lesen kann? Nee. Hier ist sonst nichts weiter. Okay, dann gehen wir mal hoch. Was ist für ein Geräusch? Jetzt ist die Tür wieder zu. Das ist eine Dachbodenluke. Der Haken sieht so verdächtig aus. Okay. Aber jetzt spricht auch keiner mehr. Okay, das ist der gleiche Brief. Ach, den Schlüssel habe ich noch. Hä? Wo spielt denn jetzt die Musik noch? Das habt ihr auch gehört, ne? Das Radio ist aus. Okay, jetzt ist der Hase wieder weg. Jetzt sitzt der Hase wieder da drüben. Ja. Und ich bin in der Küche.
Es ist alles sehr, sehr eigenartig. Das Licht ist immer noch aus. Keine Chance. Nee. Keine Chance. Okay. Was ist? Oh, okay. Was soll das sein? Stuhl. Steht da? Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Nein! Was ist das für Geräusche? Stand da eben jemand? Was jetzt? Da ist die Tür. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Warning. Nur autorisiertes Personal. Es ist alles leer. Warum ist diese Tür hier? Scott Malcolm. Simon hat sehr aktiv Zugänge für die Trainings diesen Monat gemacht. Okay. Ein vorbildlicher Mitarbeiter. Er arbeitet besser als Leute mit mehr Erfahrung.
Mitarbeiter des Monats. Okay. For Lily. Mary B8. Wir sind doch Mary. Ja. Das schauen wir uns gleich an. Wozu habe ich denn jetzt ein Tape gefunden noch, wenn ich es nicht abspielen kann? Muss da irgendwo noch ein Tape sein? Also nicht ein Tape, ein Tape-Player. Sonst macht das doch keinen Sinn. Ich habe das da eben erst gefunden. Wenn hier einer steht, sehe ich ihn nicht. Oh, ein Tape-Player. Bernd, das Boot ist noch da. Nee, hier ist kein Tape-Player. Nee. Hier vielleicht... Nee. Okay. Die Leiche, die immer überall auftaucht. Wohin soll ich gehen? Sie ist zu, okay. Okay, ich muss da lang. Gott, Malcolm. Malcolm durfte jetzt die zweite Etage betreten. Standprozedur. Projekt ist ausgestrichen. Workstyle, liebes. Arbeitet direkt mit Vida. Zischata. Der Dr. Vida ist also ein Zischata. Und mit Sicherheit hängt er mit Camp irgendwie zusammen, die diese Medikamente herstellen. Die sollen ja angeblich gegen, Alzheimer sein. Aber was, wer weiß denn, was passiert... Ein zugestellter Fahrstuhl. Wer weiß, was die noch alles herstellen, ne? Also, ich hätte gern noch ein Unlock Your Mind. Das klingt doch schon so, Oh, hier ist noch ein Bild. Ist noch ein Fahrstuhl, aber der ist zugestellt. Okay, dann gehen wir auch mal hier. Gehen wir mal hier hin.
Unlock your mind. Ah! Da ist ein Tape-Player. Okay, gut. Das hätte jetzt sonst auch wenig Sinn gemacht. Mary B. Ja. Jetzt ging es aus irgendeinem Grund nicht. Wenn einfach ich gut Englisch kann, schreibt mir hin, was die hier sagen. Gerne auf Englisch. Ja, lesen ist kein Problem, aber man versteht man es schlecht. Also hier, ja, irgendeiner, der gut Englisch spricht oder Englisch sprechend ist, schreibt mir mal rein, worum es geht, falls ich irgendwas falsch verstanden habe. Okay. Hilfe, sie ruft um Hilfe. Okay, das braucht man jetzt nicht übersetzen. Mary. Ah, und die hatten was geschrieben vom Second Floor, ne? Okay, ich kann auch nur den bedienen. Nur wie komme ich hoch? Ach, das ist die Treppe. Okay. Was stimmt mit euch nicht? Vielleicht implizieren die Erinnerungen von jemand anderem in eine andere Person. Also, anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären. Da ist noch ein Tape-Player, aber... Kann ich leider nicht lesen. Geht es hier rein? Oh ja. Das machen wir gleich. Ich will erstmal hier lang. Was spiegelt sich da? Prozedur ist vorbei, aber es wird trotzdem immer schlimmer. Okay. Ach doch, raus komme ich nochmal. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist das alles? Da ist eine Scheibe zwischen. Moment. Ja, aber eine Taschenlampe haben wir irgendwie nicht gefunden, ne? Der gute Doktor ist ein Lügner. Es ist sein Fluch. Okay. Was war das? Security.
Vor eine Security-Karte. Okay. Muss ich doch in die Richtung? Was hat denn da eben so gepoltert? Da geht's nicht rein. Habe ich das übersehen? Ich war hier hinten nicht. Oh, guck mal, da liegt noch was. Okay. Aber eine Security-Karte? Irgendwo was? Diese Taschenlampe verunsichert mich auch. Dass ich also wirklich keine gefunden habe. So, Security-Karte. Ach, hier, guck mal. Du hattest recht, sie haben mich beobachtet. Sie beobachten mich, seitdem ich hier angeworben wurde. Sie scheint immer nicht zu wissen, dass ich mich mit ihr unterhalte. Ich fühle sie so nah. Ich kann nicht mehr zurückkommen. Ich beschaffe alle möglichen Beweise, die du willst. Aber du musst mich hier rausbringen. Ich habe einen Trainingsfilm geschrieben. In 2 Tagen. In dieser Zeit werde ich alle möglichen Fakten zusammentragen, wie ich kann. Du musst weitermachen und die Media Place unter Beobachtung halten. Schau kein Fernsehen oder hör dir irgendwelche lokalen Radioberichte an, bevor wir hiermit fertig sind. Ich schätze alles, was ihr getan habt. Scott Malcolm. Okay. Jetzt hier richtig? Ach ja. Open. Okay. Gibt's hier Licht? Okay. Kann ich da irgendwie rein? Kamera 01.
Da steht Reck. Nicht Reck, Q und E. Ja, ich würde da gerne mal rein und kann ich aber nicht. Aber irgendwie kann man Q und E die Bilder weiterschalten. So sieht es zumindest aus. Watch your step. Kann ich irgendwo aufdrücken, dass das geht? Ich kann nicht mehr reingehen in die Nee. Ja, ich wüsste gerne mal, wie ich da rein kann und umschalten kann. Kann ich aber nicht. Also, ich wüsste halt nicht, mit welcher Tasche. Mit welcher Tasche? Mit welcher Taste? I-N. Nö. Ich komme nicht rein. Schade aber auch. After hours, lockdown overridden. Welcome, instructor. Ja, ja, welcome. Kann ich jetzt vielleicht? Nachdem er mich identifiziert hat? Nur Leiter in Equip. Leiter gibt's auch. Und Taschenlampe, okay. Oh, Baby. Ja, gut. Kann ich nicht. Aber da eh ein Q steht, es irritiert mich jetzt. Wäre jetzt sehr schade, weil man das einfach nicht geht. Okay, die sind zu. Noch ein Überwachungsraum. Ist es der gleiche? You are now depressed and insane. Du bist depressiert und verrückt. Du kannst dich nicht an deinen Namen erinnern. Ich stehe auch... Ach, hier kann ich! Was ist denn das? Das ist in die Eingangshalle, genau. Das ist der Fahrstuhl? Was ist das? Für ein Verschlag? Was sind die zwei hellen Punkte da unten? Das ist das Wohnzimmer. Also hängt das, das ist der Fahrstuhl? Also hängt das doch mit der Einrichtung irgendwie zusammen. Hier ist eine Leichenhalle. Oder eine Obduktionshalle. Okay. Wird das deutlicher? Das ist laut. Nee. Ändert sich nichts. Schade. Oder? Verändern sich die Aufnahmen? Nee. Tun sie nicht. Okay.
Hier kann ich komischerweise ran. Okay. Okay. Ja, Fernseher. Wer ist denn jetzt hier der Böse und wer nicht? Nein! Was ist das? Ja, thank you for playing Blink the last night. The story will continue in the lost chapter. Okay. Ja, das war Blink. The last night. Ich fand das gar nicht schlecht, auch wenn ich die Story nicht so ganz... Babysitter B8, siehste? Okay, auf dem Tape, das war die Mutter, die gesprochen hat. Haben wir eben am Abspann gesehen. Ja, das war cool gemacht. Die Grafik war auch cool. Und offensichtlich gibt es im Spiel auch eine ganze Menge zu entdecken. Aber gut, wieder vielleicht... heute Tag. Oh, wahrscheinlich... sich das in dem nächsten Chapter dann vielleicht mehr aufklären, was da eigentlich genau passiert ist. Aber ich fand es ganz cool. Du hast wirklich, wenn du so auf die Details geachtet hast, ne, wenn es keine Fehler im Spiel waren, aber beim zweiten Anruf eben, da stand Babysitter und nicht mehr Mary. Und also ich glaube, das steckt vielleicht ein bisschen mehr hinter, als man auf den ersten Blick sieht. Das war super interessant. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Es ging ja länger, als ich dachte eigentlich. Und wir sehen uns morgen zu einem neuen Let's Play. Macht's gut und...